Amen. Jeder von euch kennt die letzten Verse aus dem Matthäusevangelium, denn es sind auch die letzten Verse, die Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern in Matthäus 28, bevor er in den Himmel aufgestiegen ist zu seinem Vater. Und er sagt dort in Vers 18, Jesus trat herzu zu den Jüngern und hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dieser Vers, der ist uns ja wohl vertraut, wir haben den schon oft gehört in den verschiedensten Schattierungen, auch in den verschiedensten Predigten. Und ich möchte heute speziell darauf eingehen, was hat es mit dir persönlich zu tun? Weil dieser Vers kann so als ein Gemeindeuniversalvers genommen werden. Ja, das gilt für uns als Gemeinde und man sollte das schon tun. Aber ich möchte ganz persönlich zu dir reden und nicht nur zu den Männern, vor allem auch zu den Frauen. Was wären wir Männer ohne die Frauen? Ich gehe davon aus, dass jeder hier vorwärts kommen will im Glauben und einen Wachstumsschritt machen will, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Ich hoffe, du bist nicht nur aus Gewohnheit hier oder weil es sich so gehört, aber wenn du deshalb hier bist, dann ist auch gut. Das heißt, diese Nachfolge, die Jesus uns hier ultimativ vorstellt, das ist etwas für mündige Menschen. Das ist nichts Zufälliges, sondern das ist etwas für Menschen, die wissen, wohin sie wollen. Und mir geht es manchmal so im Glauben, dass ich mich justieren muss, um wieder neu eine Richtung zu finden. Das heißt, ich muss eine Standortbestimmung machen, denn als Ranger, da weiß ich, nur wenn ich weiß, wo ich bin, dann kann ich entscheiden, wohin ich gehe. Das Schlimmste ist, wenn du irgendwo hin willst und du weißt gar nicht, wo du bist. Von dem her, so eine Standortbestimmung ist für dich ganz wichtig. Und wenn du dich mal selber prüfst und überlegst, wo stehe ich denn im Glauben? Habe ich ein Wachstum im Glauben? Gibt es da eine Veränderung? Oder geht einfach nur so die Zeit ins Land? Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und ich wünschte heute, dass diese Standortbestimmung dazu führt, eine neue Ausrichtung da zu bekommen, wo du sagst, jawohl, ich habe eine Richtung und da geht's lang. Das heißt, als Christen, und ich denke, dass die meisten von hier irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, so wie der Bandleader mit 18 Jahren, so haben viele, viele von hier eine Entscheidung getroffen. Ich habe diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen, als ich 9 war bei einer Zeltevangelisation. Ich habe es das zweite Mal getroffen, als ich 10 war bei einer Freizeit, ja, als ich 11 war bei einer Freizeit, als ich 12 war bei einer Freizeit, als ich 13 war bei einer Freizeit. Und ist es schlimm? Nee, das ist nicht schlimm. Ich treffe diese Entscheidung für Jesus, diese Entscheidung, die treffe ich laufend. Das heißt, ich treffe sie oft täglich. Also nicht täglich, aber wenn ich morgens aufstehe, dann sage ich, Jesus, ich möchte ganz neu mich entscheiden heute für dich. Ganz neu. Ja, so wie damals am ersten Tag. Diese erste Liebe, dieses Prickeln, ich möchte das ganz neu heute mit dir durchziehen. Und wenn Jesus hier sagt, dass die Multiplikation in seinem Auftrag durch Jünger geschieht, dann müssen wir uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, was bedeutet denn das, ein Jünger zu sein? Dieses Wort Jünger ist jetzt etwas, was in der heutigen Gesellschaft nicht so arg oft vorkommt. Es ist ein altes Wort, aber übersetzt heißt es so viel wie ein Lernender, wie ein Nachfolger, wie ein Schüler. Jesus sagt ja auch, wer von ihm lernt, der wird mal sein wie sein Meister. Also ruft uns Jesus in diese Lehre, in diese Nachfolge. Du hast es sicher schon manches Mal gehört, wir möchten es jetzt mal spezifizieren, was es mit deiner Praxis zu tun hat. Was faszinierend ist an dieser Tatsache, dass Jesus die Multiplikation des Reiches Gottes in ganz einfache Hände gelegt hat. Ja, in deine und meine Hände. Gott hat die Multiplikation seiner Königsherrschaft hier auf der Erde nicht in die Hand von Gemeinden, von Kongregationen, von Konfessionen gelegt, sondern in die Hand von einfachen Menschen, so wie du und ich. Gott hat die Multiplikation seines Königreiches nicht in die Hand von Pastoren gelegt, ja, da auch, aber er hat es dir und er hat es mir gegeben. Und wenn das an der Basis der Gesellschaft authentisch stattfindet, dann geschieht auch wirklich Multiplikation, ansonsten haben wir Konfession. Ja. Irgendeine lange Kirche, wo irgendein Mensch da vorne steht und du kriegst 100 Meter diesen Gang, um etwas Heiliges zu empfangen, das hat nichts mit Gottes Nähe zu tun. Gottes Nähe ist hier und jetzt. Gottes Nähe ist in 2 Stunden, wenn ich im Auto sitze. Da ist Gottes Nähe da. Und wenn da nicht Gottes Nähe erlebbar ist, dann ist sie auch sonst nicht erlebbar. Also machen wir die Dinge nicht komplizierter. Sie sind nämlich ganz
Einfach. Dieser Prozess, den brauchen wir in den Gemeinden. Und ich kann euch sagen, ich habe sehr, sehr viele Freunde in der evangelischen Kirche. Tolle Leute. Ja, da gibt es tolle Leute. Aber ich habe auch sehr viele Freunde in der katholischen Kirche. Gibt es Spitzenleute. Ja? Und du sagst, ja, wie kannst du befreundet sein mit Katholiken? Ja, ich kann's. Weil das sind Leute, die Jesus lieb haben. Ja? Die machen tolle Dinge. Das gibt es viele Leute für mich, die vorbildlich sind. Und das, was Franziskus gerade gesellschaftlich abliefert, ist nicht schlecht. Ha? Ja? Authentisch, demütig. Ja? Er wird in der Gesellschaft wahrgenommen und ist ein Zeugnis. Und kein schlechtes Zeugnis. Okay? Also lasst uns hier nicht Distanz schaffen, sondern lasst uns gucken, wo können wir Dinge verbinden. Distanz gibt es genügend, aber wir sind diejenigen, die die Hand ausstrecken und mit denen arbeiten, die Jesus auch lieb haben. Das heißt, die Gemeinden und unsere Familien im Glauben, sie werden nicht wachsen durch irgendwelche Aktionen, sie werden wachsen, indem wir als einzelne Mitglieder einer Gemeinde, als einzelne Verantwortliche in einer Familie das Heft in die Hand nehmen und sagen so, ich gib mich diesem Prozess dieser Jüngerschaft hin und dann kommt es zur Multiplikation. Interessant ist, dass Jesus hier sagt, mache zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn wir uns mal überlegen, zu wem hat Jesus das denn gesagt? Jesus hat es zu seinen Jüngern gesagt. Das heißt, du kannst nur etwas tun, was du selber erlebt hast. Sonst sprichst du wie ein Blinder von der Farbe. Ja? Also nur, wenn du im Jüngerschaftsprozess bist und nur, wenn du gesagt hast, ich gebe mich dem hin, ein Jünger zu sein, nur dann geschieht die Multiplikation. Jesus hat interessanterweise auch nicht gesagt, dass wir Menschen bekehren sollen. Ja? Natürlich sollen wir das Evangelium verkündigen, aber Jesus hat in erster Linie gesagt, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen, das heißt Menschen in die Nachfolge rufen sollen und dadurch geschieht Multiplikation. Und das ist ein interessanter Aspekt, den wir in den Gemeinden oft vielleicht zu wenig betonen, aber die Frage ist, was war denn vorher geschehen, was war denn bei Jesus geschehen, wie hat Jesus das denn gemacht? Jesus, ich möchte euch eine Stelle vorlesen, Matthäus 9, Jesus ging weg und dann sieht er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus und er ging hin zu ihm und sagt, folge mir nach und er stand auf und folgte ihm. So einfach ist das. Ja? Aber was war denn vorher geschehen? Jesus hatte Nächte und Tage auf dem Berg da verbracht und dort hat er vom Heiligen Geist empfangen, was er tun soll. Und dort hat ihm der Vater gezeigt, du geh zu Matthäus, der sitzt am Zollhaus und sprech den an. Und ich glaube, dass wir eine Grundbereitschaft brauchen, diesen Auftrag überhaupt zu tun. Mit dem geht's ja los. Dass wir ein offenes Herz haben und sagen, Jesus, so langweilig wie bisher soll es nicht weitergehen bei mir. Ich möchte wirklich etwas erleben. Ich möchte, dass da etwas geschieht. Und wenn ihr diese Entscheidung trefft, in diesen Jüngerschaftsprozess mit hineinzugehen und es ernst zu nehmen, das braucht eine Entscheidung eures Herzens, dann passiert tatsächlich was. Als ich mich entschieden habe, als ich diese Botschaft gehört habe zum ersten Mal als junger Mann, habe ich Jesus gesagt, Jesus, ich will das wirklich. Ich möchte nicht nur bekehrt sein. Ja? Ein Bekehrtheitszustand, ein für Jesus Entschiedenheitszustand, das ganze Leben auf diesem Level nur entschieden zu sein, es gibt nichts Langweiligeres als Christ, als diesen Zustand. Ja? Ohne Wachstum, immer im Babystadium zu sein, das ist sehr, sehr langweilig. Und als ich da angefangen habe zu sagen, Jesus, ich gebe mich dahin und ich möchte ein geistliches Wachstum wirklich auch selber erleben, dann ging es los. Es war ein heißer Juli-Sonntagnachmittag, damals waren wir auf der Königstraße draußen und haben gesungen und gepredigt und Gottesdienst auf der Straße gefeiert. Und ich hatte kurz vorher eine ganz klare Entscheidung getroffen. Jesus, ich möchte den Jüngerschaftsprozess mit allen Dingen, mit allen Facetten auch so erleben und es ganz persönlich umsetzen und verstoffwechseln. Und ich stand da und wir haben gesungen und es war richtig heiß. Nachmittags, Sonntagnachmittags um 2. Ja? Ich weiß nicht, ob wir heute noch so nachmittags um 2, Sonntagnachmittags um 2, das ist eine bittere Zeit, ja. Ja, ich kenne das noch früher aus dem Pietismus, da bin ich immer in die Stunde gegangen. Ja, das war als junger Mensch schon eine bittere Zeit. Sonntag mittags um 2. Ja. Okay, aber da habe ich Disziplin gelernt, das kann ich euch sagen. Ja. Gut, also wir waren da auf der Straße, stehen alle da. Auf einmal gibt es eine Lücke. Die Schwester Martha, 76 Jahre, kippt um in der Hitze. Ja. Eine ganz liebe Schwester.
Sie lebt heute nicht mehr, sie ist schon lange tot. Und dann sind wir hin und wir haben gemerkt, die hat einfach einen Schwächeanfall. Ja. Es war einfach zu heiß für die alte Frau. Und wir haben uns drum gekümmert und jemand hat ihr ein bisschen Wasser auf die Stirn und so. Und dann ist sie wieder zu sich gekommen und da habe ich gesagt, ja klar, Jüngerschaft, ja, ich nehme dich und ich bringe dich nach Hause. Hab sie genommen, bin vor mit dieser Frau auf dem Arm, ja, so getragen und habe sie ins Auto gesetzt, fast neuer schwarzer BMW. Super, Sitz runtergedreht, Beifahrersitz. Die liebe Frau hingelegt, die Schwester Martha, und dann habe ich sie nach Stuttgart-Ost gefahren. Ja. Kurz vor dem Magdeburg-Tunnel richtet sie sich auf, ja, und übergibt sich. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie weit Jüngerschaft gehen kann. Ja. Der BMW hat vorne lauter Lüftungsschlitze. Wenn du weißt, was ich meine, okay? Dann habe ich die Frau in den dritten Stock hochgetragen, ihre Tochter war da, die hat sie in Empfang genommen, wir haben sie hingelegt, es ging ihr ganz prima. Und dann bin ich zurückgefahren, dann haben wir abgebaut und dann bin ich heim, habe 4 Stunden das Auto geputzt. Ja? Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, Mensch, diese Jüngerschaft, das ist ja viel mehr, als einen Gottesdienst zu besuchen. Viel mehr. Weil da hat mich Gott beim Wort genommen, aber ich habe da nicht locker gelassen, ich habe das Ganze durchgezogen. Und habe diese Entscheidung auch nie revidiert. Und ich habe gemerkt, wie der Herr mich beim Wort nimmt und wie die Schritte Stück für Stück umgesetzt werden. Und ihr Lieben, ich möchte euch da herausfordern, dass ihr, wenn ihr im Glauben, wenn du im Glauben zum Stillstand gekommen bist, wenn du sagst, ja, es ist alles in Ordnung und es geht so voran, ja, sei nicht damit zufrieden. Gott will mehr für dich. Ja? Auch für euch als Männer, Gott hat wesentlich mehr für euch, als nur, dass die Zeit vergeht. Es gibt, und das ist ein wichtiger Punkt für dich zu wissen, in diesem Jüngerschaftsprozess gibt es Hindernisse und es gibt Herausforderungen und nicht so wenige. Ja? Also dieser Jüngerschaftsprozess ist nichts für Leute, die beiläufig das so ein bisschen mitlaufen lassen wollen, sondern es ist eine knallharte Entscheidung, die dein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Das kannst du auch nicht als fünftes Rad am Wagen mitführen, so ein bisschen hobbymäßig Jüngerschaft, sondern das wird dein Leben grundlegend verändern. Ja? Wenn du das richtig anpackst, es wird dich so verändern, wie wenn du geheiratet hast. Da gibt es nämlich dann auch viel Veränderung. Ja? Und Jüngerschaft wird dich eigentlich noch mehr verändern, als wenn du da geheiratet hast und baust deine Familie auf. Diese Hindernisse, die gibt es und Jesus spricht über diese Hindernisse und die werden auch dir begegnen. Jesus hat da dieses Evangelium so verkündigt mit der Nachfolge und dann kommt einer und sagt, ja, ich möchte mit dir gehen, ich gehe mit dir, wohin du auch willst. Und Jesus sagt, ja, die Füchse haben Gruben, ja, und die Vögel haben Nester, aber ich habe oft keinen Platz, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Das heißt, wenn wir in den Jüngerschaftsprozess, in diese Nachfolge eintreten, wenn wir vom nur bekehrt sein weitergehen zu dem ganzen Weg mit Jesus, dann müssen wir auf Bequemlichkeit verzichten. Ja? Dann sind wir nicht mehr abhängig von einer Routine, von einer Gewohnheit, sondern wir machen uns immer mehr abhängig von dem, was Gott sagt. Wir machen uns abhängig von seinem Wort. Interessant bei seinem Wort, wenn wir bei dem Stichpunkt sind, es gibt immer weniger Menschen, die Bibel lesen. Ja? Prüf doch mal, wie viel du im Internet bist und prüf doch mal, wie viel du die Nachrichten anschaust, ja? und den Tatort Sonntagabends, der so toll ist. Ja? Und prüf doch mal, wie viel du im Wort bist. Wie wollen wir aus dem Wort leben, wenn wir nicht im Wort sind, versteht ihr? Und da packe ich mich bei der eigenen Nase, auch bei unseren Jugendlichen, wenn wir die Jugendlichen fragen, wie viel seid ihr im Wort, wie viel lest ihr im Wort, ja, was ist das Wort, ja? Da ist das Facebook und da ist meine Community und alles, aber wo ist das Wort, ja? Aber unsere Hauptinformation von Gott bekommen wir nicht durch den Heiligen Geist, durch Eindrücke, das bekommen wir aus dem Wort. Ja, deshalb hat er es aufgeschrieben. Und die Leute, die ständig nur von Eindrücken leben, das sind eigentlich Leute, die am Verhungern sind. Weil wir brauchen eine Basis im Wort und dann setzt Gott den Heiligen Geist erst richtig drauf. Und da müssen wir die Priorisierung und die Reihenfolge auch beachten, sonst laufen wir hier neben der Spur. Wenn der Gottesdienst sonntags dein einziger Punkt ist, wo du geistliches Leben lebst, dann ist das zu wenig. Sondern Gott möchte dich jeden Tag in der Jüngerschaft, in diesem Wachstumsprozess herausfordern und auf die nächste Stufe bringen.
Das hat ja dann auch Folgen. Ja? Wenn wir uns entscheiden, das zu tun, dann hat es klare, lebensentscheidende Folgen. Ich lasse mich taufen aufgrund des Glaubens. Ich lade den Heiligen Geist in mein Leben ein. Ich bringe mein Leben in Ordnung. Ja? Als ich meine Frau kennengelernt habe, da waren wir 18 Jahre alt und mit 21 haben wir uns dann verlobt. Ja? Und damals, da musste ich was in Ordnung bringen, da hatte ich als junger Kerl hatte ich einen Versicherungsbetrug. Ja? Ein Kumpel von mir hat mein Moped geklaut und ich habe es als gestohlen angemeldet, aber ich habe gewusst, wer es geklaut hat. Ja? Und ich habe das Geld bekommen, die Allianzversicherung hat super bezahlt, habe viel mehr bekommen, als wenn ich es verkauft hätte. Guter Deal, hä? Und der hat sich auch gefreut. Ja? Aber dann habe ich mich richtig bekehrt und da habe ich gewusst, hey, du hast die betrogen. Und ich habe geschrieben, ich bin Christ geworden, habe der Allianz geschrieben und was ich tun soll. Dann haben die zurückgeschrieben, Herr Seilers freut uns sehr, dass Sie Christ geworden sind, aber mit Zinsen beträgt das, das und das. Ja? Habe das ganze Geld zurückzahlen müssen und meine Verlobte damals hat mir zum Glück geholfen. Ja? Tolle Frau. Ja? Ja? Aber es hat Konsequenzen, wenn wir die Jüngerschaft gehen, dann hat es Konsequenzen. Ja? Dann fängst du an, Dinge aufzuräumen, die bisher nicht aufgeräumt sind. Du fängst an, Dinge wieder gerade zu bringen, Dinge zurückzugeben, Dinge in Ordnung zu bringen, die dein Leben belastet haben. Wenn du in diesem auf dieser Gewohnheitsspur bist, oft merkst du das ja gar nicht. Ja? Wir tun Dinge aus Gewohnheit und wir merken es nicht mal. Vor kurzem bei den Rangern habe ich jemanden abgeholt von der S-Bahn und ich habe so einen schwarzen VW-Bus und ich habe mich da hingestellt und habe an der S-Bahn gewartet. Ja? Sauber Luft angehabt und alles. Und habe gewartet und auf einmal geht hinten die Türklappe auf vom VW-Bus. Und ich gucke in den Rückspiegel und denke, ah, das ist interessant. Ja? Und da steht eine ältere Dame da und stellt ihre Tasche rein und stellt den Koffer rein. Ja, macht die Klappe zu, kommt sie nach vorne, macht die Tür auf und schaut mich an und schreit, Matthias! Ich sage, nee, ich bin der Martin. Ja, was war passiert? Ihr Sohn, der Matthias, hat das gleiche Auto wie ich, also von der Farbe her. Ja? Und er holt sie halt samstags da immer ab an der Stelle, ja? Dass sie ihre Enkel besuchen kann. Und die läuft halt hin, stellt die Tasche rein, ja? Und wundert sich, dass er im falschen Auto sitzt. Ja? Also die Sache war super, das war nett, aber ich hoffe nicht, dass du so dein Glaubensleben machst. Ja? Immer sonntags um 9:30 erscheinst du hier, stellst die Tasche rein und tust noch ein bisschen was opfern und das war es dann so aus Gewohnheit. Ja? Sondern schau dir die Sache an, schau dich im Spiegel an und sag, so kann es doch nicht weitergehen. Ja? Ich möchte doch ein Wachstum haben, ich möchte doch, dass ich, wenn ich in Egenhausen oder in Wart oder in Rohrdorf oder wo du auch herkommst, wenn ich da wohne, ich wünsche mir doch so, dass da etwas passiert, ja, als Licht und als Salz. Das heißt, diese Jüngerschaft, das ist kein Zufall, sondern das ist eine Entscheidung. Und ich wünsche dir, dass du diese Entscheidung ernst nimmst und dass du sie angreifst. Es gibt Leute, die nicht wollen. Und Gott sagt, das ist in Ordnung, weil du hast einen freien Willen. Es gibt Leute, die wollen, aber nicht können, weil es Hindernisse gibt. Und das ist kein Problem für Gott. Aber er braucht für diese Sache deinen Willen. Gott wird dich nicht überreden, Gott wird dir nichts überstülpen, er wird dich nicht überrennen, sondern Gott braucht deinen freien Willen, um in diese Nachfolge hineinzukommen. Amen. Das war bei Jesus auch so und Jesus hat diesen Interessenten, die da gekommen sind, Jesus hat ihnen immer den freien Willen gelassen. Er hat ihnen gesagt, du kannst dich frei entscheiden, den einen war der Preis zu hoch, die anderen mussten ihren Vater begraben. Ja. Jesus hat gesagt, wenn du anfängst zu pflügen, dann guck nicht zurück, sondern guck nach vorne und zieh eine gerade Furche. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, diese Jüngerschaft, diese Nachfolge, in die du dich begibst, das wird Konsequenzen haben. Als ich da angefangen habe, in diesen Prozess hineinzukommen, eine der stärksten Konsequenzen, die mich bis heute verfolgt und prägt, das ist das, dass sich mein Charakter dadurch verändert hat. Das heißt, so wie ich bin, dieses Grundmuster hat sich verändert Stück für Stück.
weil ich gemerkt habe, dass das, was ich sage und das, was ich tue, das muss übereinstimmen. Ich kann nicht einfach irgendwas Frommes daherblubbern und ich kann das nicht tun. Das kommt raus, früher oder später kommt es raus. Und da habe ich einen großen Vorteil bei den Rangern, wo ich 90% meiner Arbeitszeit verbringe. Da kommt es noch schneller raus, weil die Jungen, die checken das sofort. Die checken das sofort, ob du irgendwas daherschwätschst oder ob das echt ist. Ja, die haben einen Riecher dafür. Und ich kann dir empfehlen, das Erste, was in dieser Prioritätsliste auf der Jüngerschaft steht, ist Authentizität. Das heißt, dass du der bist, der du bist. Du brauchst nichts vorspielen, du brauchst nichts produzieren. Sei mal der, der du bist. Und Gott wird das in die Hand nehmen und wird was Tolles daraus machen. In Römer 12 sehen wir, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen, in Vers 2, sondern wir sollen uns verändern durch die Erneuerung unseres Denkens, die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das heißt, in diesem Jüngerschaftsprozess, in der Nachfolge, fangen wir an, den Charakter zu verändern und wir fangen an, anders zu denken. Wir denken über bestimmte Dinge anders. Wir denken anders in unserer Familie, wir denken anders in unserem Beruf, wir denken anders in unserer Gemeinde, weil wir angefangen haben, Gottes Gedanken immer mehr als Grundlage unseres Denkens auch mit hineinzunehmen. Und diese Veränderung, haben wir gesagt, das ist eine willentliche Veränderung, das geschieht nicht einfach durch Zufall. Jetzt haben wir aber die Zeitschiene, als wir uns vorher getroffen haben, ja, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, du hast gesagt, ja, damals vor 20 Jahren haben wir einen Teenie-Tag gemacht. Ja. Ich wusste das nicht mal. Ja. Ich wusste nicht mal, dass ich auf der Hochzeit damals gespielt habe. Ja. So lange ist das her. Ich weiß nicht, vielleicht ist es im Alter geschuldet, aber ich weiß nicht. Ja. Okay, die Zeit, sie läuft. Ja. Und da kannst du nichts dran machen. Das heißt, du wirst älter, ob du im Glauben gewachsen bist oder nicht, du wirst älter. Und ich kenne jede Menge 70-jähriger Babychristen. Die sind bei irgendeiner Art von Beziehung zu Gott stehen geblieben und das war's. Aber das ist doch traurig, weil Gott auch etwas damit machen will. Er möchte nicht nur, dass du bekehrt bist, sondern er möchte, dass dein Leben multiplikativ Frucht bringt. Ja? Die Zeit vergeht, du siehst es an Personen, du siehst es an Christian Wulff. Er war mal Bundespräsident, er war Ministerpräsident. Ja? Jetzt, was für ein Verfahren um 700 Euro. Ja? Wie bitter, ja? Für den ersten Mann im Staat. Ja, die Zeit vergeht und die Zeit heilt auch Wunden, zum Glück. Ja, ich habe gepredigt in Baden-Baden bei Markus Oppermann in der Gemeinde und meine Frau und ich, wir waren schon einen Tag vorher, ja, der Markus hatte uns eingeladen und wir waren da toll in der Therme und haben gegessen. Und dann haben wir da im Hotel geschlafen und morgens, da habe ich gemerkt, ich sollte in meinen Haaren noch was machen. Ja. Und habe so einen Rasierer genommen. Habe aber vergessen, vorne diesen Tanzding drauf machen. Ja. Ja. Und fahr da rein. Okay, die Zeit heilt Wunden. Aber nicht so schnell. Ja, da war nachher so ein Empfang, da saß der Oberbürgermeister. Ja. Und Pastor Seiler saß auch da mit so einer Spur da drin. Ja. Also der Gemeinde konnte ich es noch erklären, dem Oberbürgermeister habe ich es nicht erklärt. Irgendwie, ich weiß nicht, was er gedacht hat, war auch egal. Ja. Aber Veränderung geschieht, ja, ob du willst oder nicht. Veränderung geschieht. Ja. Eines Tages bekomme ich vom Nachlassgericht ein Schreiben, Erbschaftssache. Ja. Und du machst es auf mit zittrigen Fingern. Ja. Und da steht drin, dass eine liebe Tante von mir, die war keine Tante, zu der habe ich immer Tante gesagt, die ist gestorben, das habe ich gewusst und dann wurde das Testament eröffnet und diese Frau hatte sich unheimlich viel Mühe gemacht, alles aufzuschreiben, was sie vererbt. Ja? Und wenn du da am Küchentisch sitzt und hast diesen Brief in der Hand, da kriegst du schon feuchte Finger. Ja? Ich erbe. Okay? Gut, da wurde viel vererbt. Ja? Und dann standen ihre Enkel drin, also ihre Kinder. Kinder hat sie keine gehabt. Sie war früher mal eine Diakonisse. Ja. Aber da standen ihre Nichte, Neffe, danke. Ja. Das sind die Profis. Du bist Notar, oder? Ja, wie auch immer. Die standen drin und da wurde der Acker und alles das. Ja.
Und ganz hinten, da in den letzten drei, standen meine zwei Brüder und ich. Und wir hatten eine besondere Beziehung. Ich war 11, als meine Mama gestorben ist. Und sie hat uns viel geholfen in der Familie damals. Ja. Und weil ich so gern Musik gehört habe, hat sie mir ihr Radio und einige Schallplatten vermacht. Ja. Und dann wurde das Ganze eröffnet. Jetzt habe ich aber nicht gelesen, habe ich erst später gelesen. Das Testament wurde 1987 geschrieben. Das ist eine lange Zeit. Ja, 87 ist eine lange Zeit. Ja, über 25 Jahre. Und dann habe ich da mal angerufen bei der Verwandtschaft und die haben nur gelacht. Die sagen, da ist nichts mehr da. Ja, weil die Schallplatten, wir wissen nicht, wo die sind. Und das Radio von damals, ja, das kann ich haben, aber das tut nicht mehr. Ja, ja. Hat sogar noch einen Kassettenrekorder. Ja. Für diejenigen unter uns, die noch wissen, was das ist. War in den 70er Jahren heiß begehrt, so ein Kassettenrekorder. Heute ein Kassettenrekorder. Die Ranger, die lächeln nur noch. Du musst ihnen erklären, was das ist. Das ist das Ding, was sich noch dreht. Gell? Was du mit dem Bleistift dann selber wieder spannen kannst. Ja? Die Sache. Ja. Was ich sagen will, Zeit vergeht. Ja? Und die Zeit, die vergeht sowieso, egal was du darin machst. Ob du gewachsen bist oder nicht, die Zeit vergeht. Ja? Und die Dinge werden ja nicht besser. Die Erbschaft wird nicht besser. Die Sachen sind überholt und es bleibt nichts übrig. Ja? Und als ich mich da entschieden habe, richtig einzusteigen im Glauben, da habe ich gesagt, Menschenskinder, ich möchte etwas tun, was Bestand hat, was da wirklich bleibt. Und ich sage euch, das geht definitiv nur über Jüngerschaft. Das geht nicht über Gemeindezugehörigkeit. Definitiv nicht. Gemeindezugehörigkeit hat hier keine Priorität. Ich hoffe, du bist Gemeindemitglied. Ich hoffe, du zahlst hier deinen Zehnten. Ich hoffe, du hast dich richtig integriert. Das sind die A, B, C. Ja, aber dann geht es weiter mit Jüngerschaft. Dabei kann es nicht bleiben. Nochmal, zahl deinen Zehnten. Tu das wirklich. Ich habe Gott da geprüft. Ich habe Gott damals geprüft und habe innerhalb von 2 Jahren das Dreifache verdient. Ja, ich sage das nicht aus Großspurigkeit, sondern weil Gott den Segen zurückgibt. Und wir tun es nicht, um den Segen zurückzubekommen, sondern weil es im Prinzip von Gott ist. Aber tut es, was Gottes Wort sagt. Das Leben wird einfach und das Leben wird ehrlich. Du stehst zu dem, was du sagst und du bist nicht mehr abhängig von den Umfragewerten. Es ist wichtig, in dieser Charakterveränderung bekommen wir eine bestimmte Unabhängigkeit. Und diese Unabhängigkeit wünsche ich vielen Politikern. Ja, die sind so abhängig von Umfragewerten, so abhängig von der Meinung, so abhängig von Interviews. Ja. Vor allem, wenn dich dann noch Frau Slomka fragt. Ja. Das ist dann ganz schwierig. Ja. Und Robert McNamara und Lyndon Johnson in den 60er Jahren, die beiden haben ja damals die USA regiert. Und das war mitten im Vietnamkrieg. Und die beiden, die haben damals gewusst, das Ding geht schief, haben sich aber nicht getraut, es zu sagen. Ja, sie waren so abhängig von Menschen. Ja. Und 30 Jahre später ist der McNamara, der ist im Fernsehen. Ja. 30 Jahre später heißt 58.000 Tote. Später bekennt er, wir haben eigentlich damals nicht den Mumm gehabt zu sagen, es geht schief. Ja. Und die ganze amerikanische Nation ist aufgestanden und gesagt, was wollt ihr uns sagen? Wärt ihr als Männer damals aufgestanden und hättet es bekannt, was wirklich auf eurem Herzen war? Ja. Weil auch Lyndon Johnson, der war dann schon tot, aber die haben gewusst, das Ding geht nicht gut. Ja, aber sie haben aus einer Furcht heraus Dinge laufen lassen, die nicht gut gelaufen sind. Und es hat viele Menschen das Leben gekostet. Lass es uns hier besser machen, lass uns zu dem stehen und lass uns Dinge sagen, die nicht gut sind. Und lass uns dazu stehen, Dinge auch zu respektieren, die gut sind. Daran wird sich unser Charakter verändern, daran wird sich unser Charakter formen. Ich bin mit 14 Jahren konfirmiert worden und habe dort einen tollen Konfirmationsspruch bekommen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes aus dem Matthäusevangelium und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zukommen oder zufallen. Und Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, wenn wir die Jüngerschaft auf uns nehmen, dann nehmen wir dieses Kreuz auf uns, diesen Auftrag von Jesus. Ich vergleiche diese Jüngerschaft immer mit dem Auftrag, ja, weil Jesus hatte einen Auftrag, das Kreuz von Jesus war wirklich ein Kreuz. Sein Auftrag war, das Kreuz zu nehmen und für die Menschen zu sterben am Kreuz, damit Erlösung überhaupt möglich ist. Jetzt musst du nicht für Jesus sterben, ja, zumindest nicht am Kreuz, weil das hat Jesus schon gemacht, ja.
Ich sage das öfters Gemeindemitgliedern, die kommen und sagen, du, das und das und das. Sag ich, du, ich kann nicht für dich sterben. Ja? Jesus ist schon für dich gestorben. Ja? Und die Gemeinde kann nicht für dich sterben. Jesus ist für dich gestorben. Aber was ist jetzt dein Auftrag? Der Auftrag von Jesus war Kreuz. Was ist dein Auftrag? Und das meint Jesus mit das Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, deinen Auftrag ernst zu nehmen. Und das geht aber erst in Jüngerschaft. Das heißt, Aufträge von Gott werden in der Jüngerschaft verteilt, nicht im Bekehrtsein. Deshalb rufe ich dich heraus, vom Bekehrtsein in die Nachfolge zu gehen, die nächste Stufe zu gehen. Überall im Neuen Testament, überall in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Multiplikation der Gemeinde durch die Jünger geschehen ist, das heißt durch verbindliche Nachfolger, nicht einfach durch Menschen, die gesagt haben, ja, ich halte es für wahr, dass Gott lebt. Ja? In Antiochien wurden die Christen zum ersten Mal Christen genannt. Ja, und was steht da? Die Jünger wurden zum ersten Mal Christen genannt. Das heißt, diejenigen, die als Nachfolger von Jesus klar erkennbar waren. Ja, nicht die, die Kirchensteuer bezahlt haben, nicht die, die fromm ausgesehen haben, sondern die erkennbar als Nachfolger Jesus klassifiziert wurden. Und das ist ein entscheidender Unterschied, ist eine ganz andere Liga. Bei den Kindern und Jugendlichen ist es enorm wichtig, und da arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass wir mit 14, 15, 16 sie in diesen Jüngerschaftsprozess hineinbringen. Weil je früher wir in diesen Jüngerschaftsprozess hineinkommen, desto mehr können wir auch unsere lebensentscheidenden Entscheidungen treffen. Und wenn wir im Alter von 16, 17, 18, 19 sind, da werden ja die Entscheidungen getroffen. Berufswahl, Partnerwahl, welche Linie fahre ich in meiner Sexualität? Die ganzen entscheidenden Lebensfragen werden ja da getroffen. Und da ist es gut, wenn du in Jüngerschaft schon bist und nicht erst in einem hohen Alter erkennst, aber da ist es auch noch möglich. Ihr versteht, diese Dringlichkeit von Jüngerschaft, von Nachfolge, die kann uns nicht ruhig lassen. Weil das, was Jürgen auch vorher gesagt hat, dieser schlafende Riese, ja, ich spreche jetzt nur mal von der Region von Baden-Württemberg, dieser schlafende Riese, da ist ja sehr viel Segen da, da ist ja sehr viel da von den früheren Jahrhunderten an Segen, da ist sehr viel da an Wort Gottes noch. Ja? Aber dieser schlafende Riese wacht auf, wenn Menschen ihren Auftrag ernst nehmen. Und es geschieht durch dich und durch mich, die diese Botschaft verstanden haben. Es geschieht nicht zufällig. Ja? Als ich ein junger Christ war in den 90er Jahren, da habe ich immer gehört, ja, Deutschland wird erweckt und Deutschland wird errettet. Versteht ihr? Ja, und wo stehen wir heute? Lasst uns doch mal Bilanz ziehen. Lasst uns doch sagen, Deutschland wird erweckt und errettet, ja, wenn ich gerade dafür stehe und wenn ich anfange, wenn du und ich unseren Job gut machen. Ja. Aber genauso mit dir. Die Multiplikation findet durch die einfachen Menschen statt. Es wird nicht irgendwas geschehen, sondern es findet durch dich und durch mich statt. Und da müssen wir aufwachen. Guten Morgen. Gut. Ich muss aufpassen von der Zeit her. Ja. Gut. Du fragst natürlich, ja, was bringt's? Ja, damit möchte ich schließen. In diesem ganzen Abschnitt im Matthäus-Evangelium, das möchte ich dir mal empfehlen, dass du das mal durchliest. Weil es ist ja eine recht harte Sache, wo Jesus dann auch die ganzen Bedingungen für Jüngerschaft sagt. In Lukas 18, da fragen die Jünger, oder der Petrus, der hat immer zuerst gefragt, guck mal her, wir haben alles verlassen, sagt er zu Jesus, und sind dir nachgefolgt. Vers 28. Dann sagt Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfangen in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Das heißt, Jesus sagt dir, wenn du in diesen Prozess der Jüngerschaft hineingehst, in diesen Prozess der Nachfolge, er wird dich nicht im Mangel lassen. Er wird dich in allen Dingen versorgen. Und ich kann euch sagen, das stimmt. Könnte es sein, dass manche von euch hier sitzen und sagen, ich habe Mangel an dem, ich habe Mangel an dem, ich habe Mangel an dem, das passt nicht, das fehlt mir. Und ich spreche jetzt nicht vom Luxusmangel, sondern von grundlegenden Bedürfnissen des Herzens. Und Gott sagt zu dir, komm auf meine Spur und ich will den Mangel für dich ausfüllen. Ich will den Mangel beheben. Ich will durch die Kraft meiner Barmherzigkeit allen Mangel bei dir beheben. Mangel an Partnerschaft, Mangel an Berufsorientierung, Mangel an Familienatmosphäre. Ich merke jedes Mal, wenn unser Herz dahin geht, die Unerretteten, die Jesus nicht kennen, für Jesus zu gewinnen, dann sorgt sich Gott
um unsere Familie, um meine Belange in einer radikalen Weise, wie ich es nie erlebe. Ja? Wenn wir als Stamm, als Rangers, wenn wir rausgehen und unser Schwerpunkt darauf liegt, Kinder für Jesus zu gewinnen, die Jesus gar nicht kennen, dann geht es los wie eine Rakete. Es gibt kein schnelleres Wachstumsmittel, als das Herz darauf zu richten, wo auch das Herz Gottes ist. Weil das Herz von Jesus ist bei den Menschen, die draußen über den Weihnachtsmarkt gerade laufen. Versteht ihr? Und da braucht er dich und mich dazu, um das zu tun. Ich habe noch etwas festgestellt, und das habe ich in Jesaja gefunden, in Jesaja 50, dass Gott, der Herr, mir eine Zunge gegeben hat, wie sie Jünger haben, damit ich wisse, den Müden zur rechten Zeit aufzurichten. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil Gott dir sagt, wenn du in den Jüngerschaftsprozess, in die Nachfolge gehst und das ernst nimmst, dann wirst du anders hören. Du wirst Dinge hören, die jemand, der jetzt nur eine Entscheidung getroffen hat und dabei stehen geblieben ist, und das möchte ich nicht negieren. Nicht, dass ihr denkt, ich möchte mich da drüber lustig machen. Ja? Eine Entscheidung für Jesus ist enorm wichtig. Enorm wichtig. Aber es darf nicht dabei bleiben. Es geht weiter. Ja? Nur eine Zeugung eines Babys ist nicht, du musst das Ding auch großziehen, ja? Dieses Kind. Sonst wird es nichts. Und das Großziehen ist mehr Arbeit, ja? Als die Zeugung und die Geburt. Jeder, der Kinder hat, der weiß das. Und deshalb sagt Gott, du wirst anders hören, wenn du in diesen Prozess hineingehst und es ernst nimmst. Du wirst Gottes Reden anders hören. Und ich glaube, das ist für manche vielleicht auch ein Schlüssel dazu, Gottes Stimme mal wieder zu hören. Amen. Ich danke euch für eure Geduld und gebe weiter an den Jürgen. Applaus